In unserem letzten Video haben wir uns über DSPs unterhalten, davor haben wir uns über Verstärker unterhalten. An der Stelle sehen wir hier noch den Verstärker vom letzten Mal, heißt ganz normal ein 5-Kanal-Verstärker von Hertz mit High-Low-Adapter, haben wir ja quasi gesehen, hat einen High-Low-Eingang. Und diese Endstufe kommt nicht in mein Smart, ich habe mich für was anderes entschieden. Und zwar für diese wunderschöne Endstufe. Ich muss echt sagen, ich glaube, die ist sogar schwerer als die von Hertz. Es ist nämlich eine Eaton Stealth 7.1 geworden. Was ist eine Eaton Stealth 7.1? Das gucken wir uns heute an. Eine DSP-Endstufe. Was ist eine DSP-Endstufe? DSPs haben wir uns letztes Mal angeguckt, heißt digitaler Soundprozessor. Video verlinke ich. Und damit können wir halt einigen Spaß mit unseren Lautsprechern machen, beziehungsweise das maximal aus unseren Lautsprechern rausholen. Eine DSP-Endstufe ist jetzt quasi eine Endstufe zusammen mit einem DSP. Heißt, hier ist der DSP. Kästchen habe ich auch noch. Quasi das Ding ist hier mit drin. Und die Endstufe ist hier auch mit drin. Ja, irgendwie so. Von den Leistungsangaben unterscheidet sich das natürlich. Das heißt, dieser DSP kann vielleicht was anderes als dieser DSP und auch die Endstufe kann was anderes als diese Endstufe. Nichtsdestotrotz ist das eigentlich so der aktuell heiße Scheiß, den es so gibt. Von der Ausstattung ist es okay. Wir gucken uns das gleich mal ein bisschen an. Was diese DSP-Endstufe alles kann, sie ist auf jeden Fall recht schwer. Für mich war der ausschlaggebende Part, ich will in meinem Smart nicht mit Sicherungshaltern rumspielen, also mit so Sicherungsverteilern. Ich will nicht irgendwie viele Sachen installieren. Ich will eigentlich nur ein Gerät. Das Gerät passt hier super unter den Fahrer- oder Beifahrersitz. Und damit habe ich es. Das heißt, ich habe halt keine zusätzliche DSP. Ich habe keine Cinch-Leitung, die irgendwie hier rüberlaufen müssen. Ich habe keine zusätzlichen Anschlüsse. Also das Einzige, was ich habe, ist hier, ich muss irgendwie Strom hier reinbringen. Ich muss irgendwie das Signal von meinem Radio da reinbringen und dann habe ich Lautsprecherausgänge. Das heißt, im Endeffekt ist es eine perfekte Erweiterung für mein Joying-Radio. Warum das Teil mit meinem Joying-Radio so geil funktioniert, kann ich euch zeigen. Und zwar ist das, wo ich halt beim Joying-Radio schon öfter drauf rumgeritten habe, ist, dass dieser einen digitalen Ausgang hat. Digitaler Ausgang heißt, dass das Signal, was wir aus dem Radio rauskriegen, nicht schon analog gewandelt ist. Das heißt, normalerweise haben günstige China-Radios nicht die geilsten Digital-Analog-Wandler. Aber das Signal, was sie haben, ist halt das Signal aus Nullen und Einsen, macht man halt keine schlechteren Nullen und Einsen. Und diese Nullen und Einsen kommen dann halt über ein optisches SPDIF-Kabel. Und dieses optische SPDIF-Kabel können wir hier reinstecken. Ganz normal Toslink. Heißt, können wir es über das Auto legen, können wir hier reintun. Weiterer Vorteil von einem Toslink-Kabel ist natürlich im Auto, dass wir keine Störsignale reinkriegen. Im Auto haben wir natürlich sehr viel Elektrik, sehr viel Streuung, was da überall reinschießt. Und mit einem optischen Kabel haben wir da einfach keine Probleme, weil da leuchtet halt nichts rein in dieses Kabel. Deswegen, ganz praktisch, wir gehen hier einfach rein und haben über diesen Kanal haben wir das volle 2-Kanal-Signal aus dem Radio. Das heißt, da kommt jetzt kein 4-Signal raus, da kommt kein 5-6-Signal raus. Im Home-Hi-Fi-Bereich werden halt Toslink-Kabel für ganz normale 5.1, 7.1-Übertragungen benutzt. Hier kriegen wir nur ein ganz normales PCM-Signal, zwei Kanäle. Und das kommt aus dem Radio original raus. Das heißt, wir überspringen die kompletten nicht so super geilen Soundkomponenten im Radio. Gut, das ist ein China-Radio, das ist nicht das Geilste vom Geilsten. Aber wir kommen quasi mit dem Originalsignal, was aus unserem Android rauskommt, in diese Endstufe rein. Und diese Endstufe ist ja für nichts anderes gebaut als für geilen Klang. Heißt, wir haben hier hochwertigen DSP drin, wir haben hier hochwertige Verstärkermodule drin, sodass meiner Meinung nach dieser DSP die perfekte Erweiterung ist für das Joying-Radio. Dieser DSP braucht Strom, der braucht einen Toslink und dann kommen halt schon Lautsprecher hier dran. Und damit haben wir die Kombination aus Joying-Radio und Eaton Stealth macht es für
nicht sehr viel Geld zu einem perfekten System. Wir haben ein großes Display, wir haben ein Android-System, wir haben Wireless CarPlay in Kombination mit ordentlich Ausgangsleistung, mit einem guten Soundprozessor, ist eigentlich Spaß garantiert. Wir gucken uns das Ding jetzt einfach mal ein bisschen genauer an. Ja, was sehen wir? Anschlusstechnisch eine Armada an Sachen. Wir haben Stromanschluss, wir haben Remote-Ein- und Ausgang. Wir haben hier unsere 7 Kanäle, die sie Endstufe hat. Heißt, wir können hier insgesamt 7 Lautsprecher dran anschließen. Ja, 7 ist so ein bisschen, denkt man sich, wozu brauche ich 7 Kanäle? Also wir haben halt in den vorherigen Sachen haben wir immer Frontsystem 2 Kanäle, beziehungsweise 4 Kanäle, dann halt ein Subwoofer vielleicht mit 1, 2, wie viel Subwoofer man haben, aber 7, komischer Wert. Ich weiß auch nicht, was sich Eaton da so super bei gedacht hat. Ich weiß aber, dass die hauptsächlich die Werbung für diese Endstufe in BMWs gemacht wird und mit BMWs mit einem Center-Lautsprecher. Heißt, diese Endstufe wird meistens benutzt, um ein 3-Wege-Aktivsystem im BMW mit Untersitz-Subwoofern und mit einem aktiven Center zu betreiben. Dafür braucht man dann halt 7 Kanäle. Jetzt heißt diese Endstufe 7.1, ganz klassisch aus dem Home-Hi-Fi. Ne, wir haben 7 Lautsprecher und 1, 7.1 kennt man aus dem Home-Hi-Fi. Ist hier quasi ähnlich. Wir haben nämlich noch einen Cinch-Ausgang für einen Subwoofer. Heißt, wir können hier dran ein 3-Wege-Voll-Aktivsystem fahren mit aktivem Center und hätten noch eine Möglichkeit, hier einen Subwoofer dran anzuschließen. Beziehungsweise eine Endstufe, wo dann der Subwoofer dranhängt. Eigentlich ganz cool. Man muss ja auch nicht alle 7 benutzen. Das heißt, man kann auch ein normales 3-Wege-System fahren. Man kann ein 2-Wege-System fahren und gucken, ob man an die 5. und 6. Kanäle vielleicht einen Subwoofer dran kriegt. Das ist der Plan für den Smart. Das nächste, was wir hier sehen, sind Low-Level-Eingänge. Heißt an der Stelle auch, wenn ich jetzt kein Joying-Radio hätte, wenn ich jetzt ein Standard-Autoradio von Smart drin lassen würde, dann könnte ich die Lautsprecheranschlüsse hier quasi reintun. Wir sehen, wir haben 6 Kanäle, das heißt immer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was kommt bei mir in meinem Smart raus? Also, soweit ich weiß, hat das Radio 4 Ausgänge, aber es gibt standardmäßig nur 2 Lautsprecher, die eingebaut sind. Heißt, ich könnte halt die 4 Kanäle hier belegen mit meinem Standardradio, brauche ich aber nicht, ich habe ja das Joying eingebaut. Dann haben wir hier nochmal 6 Low-Level-Eingänge. Low-Level haben wir auch gelernt, ist quasi die unverstärkten Signale, die wir hier reinkriegen können. Wenn wir ein Nachrüstradio hätten, was keinen optischen Ausgang hat, könnten wir natürlich auch hier per Cinch reingehen. Wir haben einen Stecker für die Remote. Die Remote sieht übrigens so aus. Das ist eine kleine Fernbedienung. Man kann drehen, man kann drücken. Die werde ich wahrscheinlich irgendwie auseinandernehmen und mir irgendwo schön platzieren. Und was wir haben, ist eine Antenne. Antenne ist natürlich geil. Wofür brauche ich eine Antenne? Hatten wir auch schon mal kurz angesprochen. Ist nämlich tatsächlich so, dieses Gerät auch WLAN bzw. Wi-Fi hat. Heißt, ich kann mein Handy, Tablet, was auch immer, direkt an diese Endstufe per WLAN anbinden und habe dann den Direktstream auf das Gerät. Wäre jetzt wieder der Fall, wir sind jetzt im BMW oder in irgendeinem anderen Auto, haben ein schlechtes Serienradio, was wir jetzt nicht ersetzen können, weil da halt so viele Komponenten dranhängen, wollen trotzdem coole Musik hören. Also können wir uns dieses Gerät holen, mit der Antenne direkt das Handy anschließen und darüber dann halt gute Musik streamen. Das ist das Gerät von außen. Man kann es hier noch aufschrauben und dann sieht man ein bisschen mehr. Machen wir das mal. Platte ist ab. Es sieht nicht sehr schön aus, weil wir sehen direkt die Platine, aber nichtsdestotrotz einmal kurz die Sachen, die wir hier sehen. Ganz oben, hier in der Ecke, haben wir den Mikrofoneingang für unser Messmikrofon. Dann haben wir einmal 6 Jumper für unsere Eingangsimpedanz, das ist für unsere Low-Level-Anschlüsse. Als nächstes haben wir die Einschalterkennung, das heißt entweder Stromimpuls durch die Remote-Leitung für DC oder Signalerkennung. SG würde dann bedeuten,
dass er automatisch erkennt, okay, da kommt jetzt ein Signal, da kommt jetzt kein Signal. Für mein Smart, ich habe auf jeden Fall Strom, der Remote, was von meinem Jogging-Radio kommt, das heißt, den kann ich schon mal nach oben auf DC stellen. Kommen wir weiter zu unserem Reset-Knopf, klar, das setzt einmal die Einstellung zurück. Über Memory Choose können wir unsere Presets umschalten, das machen wir aber dann besser per Fernbedienung, weil wir wollen das hier auch zulassen. Dann haben wir einmal drei Gain-Regler, die sind für unsere Eingangsempfindlichkeit von unserem Low-Level. Das war es auch schon. Wirklich schön ist anders, aber na gut, man sieht es halt in der Regel nicht, wenn es zu ist. Und genau deswegen machen wir es wieder zu. Da ist das Ding wieder geschlossen. Schöne Endstufe. Schönes kleines Format. Von der Leistung her können wir hier auch nochmal gucken. Wir haben 5x 100 Watt an 4 Ohm, 2x 150 Watt an 2 Ohm. Heißt, so werde ich sie auch benutzen. Ich werde die 5 bzw. 4 Kanäle davon für meine Hochtöne auf meine Tiefmitteltöne benutzen. Und die 2x 180 Watt werde ich an einen Doppelschwingspulen Subwoofer anschließen. Heißt, ich werde mit dieser Endstufe, und ich werde keine weitere Endstufe einbauen, meinen kompletten Smart betreiben mit einem Zweiwege-Aktivsystem und Subwoofer. Das ist zumindest der Plan. Das ist die Endstufe von außen. Das ist die Endstufe von ihren Maßen. Ihr habt gesehen, es gibt deutlich größere Endstufen und wirklich groß ist das Teil hier nicht. Es ist ordentlich schwer, das ist gut gebaut auf jeden Fall. Die DSP-Specs von dieser Endstufe sind okay, heißt, wir haben nicht übermäßig viele EQ-Bänder, wir haben nicht, das ist jetzt kein super Pro-DSP da drin, aber es ist die neueste Technik, wir haben Wi-Fi da drin, wir haben alles, was wir brauchen und ganz ehrlich, für die Sachen, die ich jetzt im Smart verbaue, ist das überaus ausreichend. In meinem nächsten Video werde ich mir einmal die App anschauen, heißt, ich werde mir die App aufs Handy laden und da einmal mit euch durchgehen, dass wir uns das einmal alles angucken, was man per App machen kann. Dann gibt es auch noch die App für den Rechner, die werden wir uns auch nochmal angucken. Ja, und dann hoffe ich, dass ich bald dazu komme, um den kompletten Spaß zu verbauen. Aktuell ist das Frontsystem noch nicht da, was in den Smart rein soll. Subwoofer auch noch nicht, aber kommt alles peu à peu. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, bitte in die Kommentare. Ansonsten sage ich einfach bis nächstes Mal und ciao.